Locked and loaded und herzlich willkommen, ihr Lieben, zurück bei Phoning Home. Und wir müssen jetzt unsere Ani-Einheit finden, beziehungsweise nicht unsere, sondern die von ihr, von dem Schiff-Dings. Dazu müssen wir im Süden, denn sie wurde im Süden verloren. Ihr wisst schon, das heißt jetzt, wir müssen über den Lavafluss, Teleporter und dann rüber. Ja, kann ja nicht so schwer sein, wa? Gibt ja hier nichts Gefährliches. Außer diesem blöden Felsen, der auf einmal aufgestanden ist in der letzten Folge. Wer es nicht gesehen hat, guckt auf jeden Fall. Entschuldigung, auf jeden Fall mal nach. Oh, brauchen wir wieder Luft hier. Die Dinger sollten wir auch auf jeden Fall mitnehmen, damit wir uns ein paar Energiezellen und so einen Scheiß basteln können. Genau, das brauchen wir nämlich. Energiezellen. Weil wegen Akku und so. Ion braucht Akku für Ani. Ungefähr so. Sonst ein bisschen. Danke, dass ihr nach Ani schaut. Sie ist wild und tapfer, aber auch schnell in Schwierigkeiten. Ani hat kein Geschlecht. Bitte halte dich ans Protokoll. Das Protokoll von jemandem, der als Beruf Welten zerstören soll. Erkunden, nicht zerstören. Richtig. Ich vergaß. Du rufst dann die Bergbauflotten und die zerstören den Planeten. Ich habe es geahnt. Das sind Oxys. Wir sind mit Oxys gestrandet. Jedenfalls könnte Ani überall sein. Wir brauchen einen besseren Überblick. Da gibt es ein Plateau im Nordwesten, aber nur eine schmale Klamm im Norden führt dort hinauf. Ich habe einen Wegmarker auf den Eingang der Klamm gesetzt. Finde den Weg. Das ist genau da, wo der Stein stand. Das ist, wo dieser blöde Stein stand. Das muss doch jetzt nicht sein. Mann, ey. Das finde ich jetzt sehr uncool. Ja, wir müssen da hin. Und da sind noch mal ein paar Edelsteine. Wieso habe ich die vorhin nicht gesehen? Gut, weil mich Stein halt nicht mehr ernähren wollte, ne? Ha. Ein schmaler Eingang. Ja, das ist hier. Toll. Wahrscheinlich wirst du einige Solar- und Com-Module bauen müssen. Und dafür brauchst du Kristalle. Sammle sie rechtzeitig. Nur so zur Info, das mache ich gerade. Aber danke. EUPX35987, keine Ahnung, wie du heißt. Mutterschiff, Vaterschiff. Oh, jetzt kommt gleich das. Jedenfalls hast du einen neuen Wegpunkt. Die Klamm hinauf. Wow. Alter, lass mich bloß in Ruhe. Ion. Was? Ich habe kein Signal mehr. Bitte melde dich. Nein. Ion, lass mich nicht alleine. Witzbold. Ach nö, echt jetzt? Ja, toll, Atromix. Das ist ja super. Das interessiert mich gerade. Freut mich für dich, Glückwunsch und so, aber kann gerade nicht. Wie soll ich denn da vorbeikommen? Wahrscheinlich am besten ganz schnell einfach. Wir müssen ja Richtung Süden, sonst aktiviert er das wahrscheinlich wieder nicht. Oh, ist das ärgerlich, jetzt wieder so weit. Ich speichere gleich mal direkt davor, da muss ich wenigstens nicht ganz so weit. Energiezelle natürlich herstellen. Wieder mal, kennt er ja schon von eben.
Das ist echt super. Danke, dass ihr nach Ani schaut. Sie ist wild und tapfer, aber auch schnell in Schwierigkeiten. Halte dich an das Protokoll. Ani hat kein Geschlecht. Bitte halte dich ans Protokoll. Ach, halt doch die Klappe. Das Protokoll von jemandem, der als Beruf Welten zerstören soll. Erkunden, nicht zerstören. Richtig, ich vergaß. Du rufst dann die Bergbauflotten und die zerstören den Planeten. Sister. Ich habe es geahnt. Das sind und EU-18TR. Jedenfalls könnte Ani überall sein. Wir brauchen einen besseren Überblick. Da gibt es ein Plateau im Nordwesten, aber nur eine schmale Klamm im Norden führt dort hinauf. Ich habe einen Wegmarker auf den Eingang der Klamm gesetzt. Also, finde den Weg. Ich bin mal ehrlich. Wenn wir jetzt einfach in den Süden fahren, wo sie sein soll, wäre das viel einfacher. Wegen diesem blöden Steinklotz, dünn, Schiss, Ding da, keine Ahnung. Da hinten sind auf jeden Fall wieder die Diamanten. Die Kristalle, Entschuldigung, ich sag immer Diamanten, warum? Ich krieg's nicht in den Kopf. Zu viel Minecraft gespielt, glaube ich, in letzter Zeit. Also, die Kristalle brauchen wir. Und es kann noch ganz schön böse werden hier. Oh. Wahrscheinlich wirst du einige Solar- und Com-Module bauen müssen. Ja, yep. Weiß ich. Und dafür brauchst du Kristalle. Sammle sie rechtzeitig. Bin schon dabei. So, und dann machen wir an dieser Stelle hier mal kurz speichern. So. Geht relativ schnell hier und auch gut einfach von der Hand. Kann ich eigentlich das Licht... Oh, nee, das war L, genau. Nein, Licht kann ich nicht ausmachen. Jetzt kommt gleich wieder dieses... Autsch. Bin dabei. Wir hätten einfach nur vorbeigemusst, okay. Höh! Na toll. Höh! Das hat ja super geklappt. Nämlich mal so gar nicht. Es tritt gehäuft auf. Oder zumindest paarweise. Oh, wir haben es geschafft. Wir sind oben. Warte mal. Leben. Gibt es dafür irgendeinen guten Grund? Aber gratuliere. Nicht schlecht für ein Trainee. Wo wir schon mal dabei sind, es gibt ein paar seltsame Signale im Süden. Kannst du sie erreichen? Boah, Junge, ist dein Ernst jetzt? Ich bin froh, dass wir Dinge überlebt haben. Der sich jetzt gerade wahrscheinlich wieder eingebuddelt hat. Hoffentlich. Aber, naja. Kristalle ohne Ende kann eigentlich jetzt nichts Gutes bedeuten, finde ich, aber... Geräusche, die ich nicht mag. Warte mal, wir speichern hier auch mal zwischen, bevor noch irgendwas kommt. Tut mir leid, aber ich bin da jetzt ein bisschen übervorsichtig. Ich will jetzt nicht wieder alles neu machen. Seltsam. Ich bemerke gerade, dass dieser Planet nicht um seine Magnetpole rotiert, sondern rechtwinklig zu ihnen. Okay. Ein Planet funktioniert häufig wie ein großer Magnet. Aber so wie dieser Planet sich verhält, das geomagnetische Feld dieses Planeten sollte nicht existieren. Tut es aber. Ja, dass dieser Planet nicht so normal ist wie andere Planeten, das ist mir auch schon aufgefallen. Danke. Nicht. Das Magnetfeld eines Planeten kann so gar nicht funktionieren. Ein paar Grad Abweichung von der Rotationsachse wären erklärbar. 15 Grad, vielleicht 20 Grad. Aber keine meiner Simulationen erlaubt dem Magnetfeld eine Abweichung von 90 Grad zur Rotationsachse. Ja, ist jetzt halt so, ne? Können wir nicht ändern. Warum das so ist, wissen wir nicht, werden wir auch nie erfahren. Wahrscheinlich kann eine Energiezelle bauen. Erklärung. Dieser Planet trotz den Gesetzen der Physik. Wie wir sie kennen. Und was immer scheint das bedeutet, so. Es ist keine gute Nachricht.
Ich brauche auf jeden Fall von diesen Steinen her. Ion, mir gefällt dein Fortschritt. Unsere Überlebenschance hat soeben 5% überschritten. Ja, toll. Hast du mal daran gedacht, dir eine Waffe zu bauen? Ich fürchte, hier gibt es noch mehr Gefahren als nur Riesen. What the fuck? Wo wir dabei sind, ich wette, dass die gesuchte mobile Einheit für offenes Gelände völlig ungeeignet ist. Das heißt, du solltest einen Attraktor bauen, um diese Ani-Einheit aus Schwierigkeiten rauszuholen. Ja, toll. Aber zuerst musst du sie finden. Viel Glück. Ach komm, jetzt ist aber gut. Manos, okay. Nanos. Was ist das denn? Kubus. Silizium in einer kubischen Molekularstruktur. Attraktor. Brauchen wir eine Energiezelle für und Nanos. Eine Hüllenverstärkung wäre auch gut. Weil lange Leben habe ich auch nicht mehr. 18%. Au, 17%, okay. Können wir vorstellen, dass die Viecher gar nichts tun. Ich will da gar nicht wirklich hin. Die sich aus dem Boden nähren. Andere jagen, einige laufen herum oder haben Bewusstsein. Alter, du bist doch scheiße. Nicht in meiner Datenbank. Wir kennen auch keine mit Lichtblättern, so wie die im Süden. Südliche Bäume tragen seltsame Früchte. Was ist das denn? Ich habe Angst, dass der Baum auf einmal losläuft. Aua. Das war extrem laut. Natürlich, das war ja schon fast klar. Toll. Das würde ich nicht überleben. Deswegen speichern wir einfach nochmal. Und gucken, ob wir wieder jetzt den richtigen Weg meistern können. Meine Sensoren zeigen ein Portal auf dem Felsen. Ist diese mobile Einheit dort verloren gegangen? Ja, super. Diese Service-Einheiten haben keinen Thruster. Wie kann die da überhaupt hoch? Weiß ich nicht, mir auch egal, der Baum ist mir gerade sicherer. Verjage es und sieh nach, wohin diese Einheit verschwunden ist. Okay, hier kann ich nicht viel mehr machen. Das ist gut. Der Baum greift mich auch nicht an oder so. Oh, shit. 12%. Verjage es. Ja, toll. Jetzt ist er wieder da. Hallo, Fiek. Fiek. Viech. Bist du denn? Der interessiert sich gar nicht für uns, seht ihr? Ion. Ich wollte gerade sagen, ich bin noch tot. Bitte melde dich. GG. Ach, Kacke. Ich habe 17% Leben. Portal auf dem Felsen. Ist diese mobile Einheit dort verloren gegangen? Seltsam. Auf den Felsen, ja. Haben keinen Thruster. Wie kam die da überhaupt hoch? Leider schützt dieses Vieh sein Netz. Au. Ja. Wohin diese Einheit verschwunden ist. Mein Gott, EU. Ich muss irgendwas bauen, damit ich halt... Nein! Ich muss irgendwie... Ich gehe mal davon stark aus, dass ich mehr Energie brauche. Und da ist das Portal. Da komme ich so nicht hoch. Wieso habe ich Ich habe kein Signal mehr. Hä? Bitte melde dich. Warum kriege ich denn da keinen Schaden mehr? Ion? Wieso kriege ich da Schaden? Das verstehe ich gerade nicht. Meine Sensoren zeigen ein Portal auf dem Felsen.
Die war jetzt offensiv drauf. Ich will wissen, warum ich Schaden kriege. Ach, guck mal an. Seltsam. Diese Service-Einheiten haben einen Thruster. Wie kam die da überhaupt hoch? Leider schützt dieses Vieh sein Nest. Und sie nach, wohin diese Einheit verschwunden ist. Jupp. Hallo, ich bin tot. Ich habe kein Signal mehr. Weiß ich selber, danke. Ja gut, das wird jetzt ein bisschen kompliziert. Meine Sensoren zeigen ein Portal auf dem Felsen. Ist diese mobile Einheit mehr Leben verloren gegangen? Unbedingt. Seltsam. Diese Service-Einheiten haben keinen Thruster. Wie kam die da überhaupt hoch? Leider schützt dieses Vieh sein Nest. Verjagt. Und sie nach, wohin diese Einheit verschwunden ist. Ah, Mann, ey. Leider schützt dieses Vieh, ja, das ist mir jetzt egal eigentlich, ne? Da fliegt auch wieder irgendwas rum. Hier fliegt überall irgendwas rum. Hier ist überall irgendwas, was man nicht gebrauchen kann. Und dann ist da noch dieser Steinwesen. Ach du Kacke, ist was? Warum? Boah, auf jeden Fall wieder dieses Wurz. Jetzt ist da auch so ein Steintypi. Wollte mich eigentlich komplett verarschen. Da und da hinten auch. Und ach komm. Und der Baum bewegt sich am besten noch, ne? Klar. Ist ja nicht so, dass ich schon schwer genug hätte. Oh Mann. Das ist ja echt toll. Beweg du dich am besten auch noch, ey, weißt du? Feine Scheiße, ey. Yeah. Da sind Kristalle. Entschuldigung. Hier ist eine Funkstation. Cool. Und hier ist ein Blumen. Auch cool. Nein, nicht schon wieder so ein Viech jetzt, ey. Ey, jetzt gibt das Spiel aber hier gut Gas, was das betrifft, du. Ja, das war ja klar, dass ich da jetzt nicht hochkommen werde. Ich hab noch 5%! Wie soll ich das bitte weiter schaffen? Diese Leute kamen nicht nur auf Besuch vorbei. Die Frage ist, ob sie wirklich kamen, um zu bleiben, oder in der Falle saßen wie wir. Ach, wir sitzen in der Falle, Mensch. Ich hätte es nicht gedacht. Eine weitere tote Funkstation. Vielleicht finden wir irgendwo eine, die noch funktioniert. Nein. Immer noch zu erledigen. P1 um Hilfe bitten. Ion, ich habe kein Signal mehr. Bitte Ion? Das kann nicht wahr sein. Ion, lass mich nicht alleine. Ion? Ayo, ayo. Oh Mann. Wir sagen, das Vieh fliegt ja weg, aber es kommt ja wieder dahin, ne? Es wäre auch zu einfach gewesen, ganz ehrlich. Ey, ich kann nicht da lang, wirklich. Es ist doch zum Gott gerade. Meine Sensoren zeigen ein Portal auf dem Feld. Ist diese mobile Einheit dort verloren gegangen? Die sind mir gerade relativ egal, weißt du das? Seltsam. Diese Service-Einheiten haben keinen Thruster. Wie kamen die da überhaupt hoch? Ich weiß es nicht. Leider schützt dieses Vieh sein Nest. Verjage es und sieh nach, wohin diese Einheit verschwunden ist. Ich würde sagen, ich sammle jetzt erstmal ein paar Ressourcen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Vorne kommen wieder. Weil sonst kommen wir hier gar nicht mehr voran. Also, bis zur nächsten Folge. Bis dann, euer Teddygan. Obwohl, ist das jetzt unsere Chance? Nein. Das fliegt nur weg, wenn wir weit genug weg sind, leider. Okay, also bis zur nächsten Folge. Bis dann, euer Teddygan und ciao.